Hallo, Servus und Moin Moin, liebe Leute, und willkommen zurück zum Hotel Renovator. So, da draußen ist schon ein bisschen Bewegung. Gucken, ob wir neue Gäste kriegen. Natürlich haben wir direkt vorm Hotel hier eine Baustelle. Nicht sonderlich förderlich. Okay, wir sind noch dabei, die Lobby fertig zu machen. Wir müssen ein bisschen Deko noch anbringen. Ich bin schon mal angefangen, wie ihr seht. Nicht viel, aber es ist halt schon ganz anders als vorher. Wir müssen den Platz ausnutzen, den wir hier haben. Wir brauchen unter anderem noch Bilder hier an der Wand oder an den Wänden. Ob ich das jetzt persönlich so machen würde, weiß ich nicht. Aber wir machen es trotzdem, ne? Wir machen es trotzdem. Gute Bilder. Wir schauen. Bilder, Bilder, Bilder. Die haben wir hier. Würde sich natürlich dann auch anbieten, dass wir passend zu den Wänden so ein bisschen in den Farben bleiben. Wir haben ja jede Menge Auswahl hier. Schauen wir nach, was wir hier so an die Wand klatschen können. Naja, Kunst liegt ja immer im Auge des Betrachters, aber ich sag mal so, das sieht ja schon fast aus wie eine Holzvertäfelung. Das ist eigentlich ganz okay. So, eins müssen wir noch. Oh nee, Leute. Nicht so ein Neon-Scheiß. Ja, nice, aber passt hier nicht hin, ne? Okay, damit sind wir durch. Ich glaube, da schmeißen wir uns das hier so mittig mit der Blume da so rein. Pflanzen wären das nächste. Da kann man ganz gut die Ecken mitfüllen, oder? Wobei nicht unbedingt so die kleinen, da müsste schon was in der Richtung, denke ich mal. Oder vielleicht doch, zumindest hier. Ich weiß es nicht, Leute. Ja, sowas in der Richtung kommt das. Da könnte doch gehen. Da haben wir ein nach hier und auf die Gegenseite ein Stück näher, komm, ein Stück näher an der Wand, wenn es geht, dass wir den genauso setzen wie hier vorne. Funktioniert leider nicht, dann lassen wir das. Aber hier auf den Regalen haben wir noch ein bisschen Platz, den würde ich mittig setzen, Leute. 8 Stück. Warum wollen wir denn so viele? Ich bin kein Blumenfan, Leute, muss ich gleich dazu sagen. Hier kommen so kleine Dingen hier noch auf den
Irgendwas Kleines, Grünes. Oh, der ist doch schick, Leute. Der würde passen. Den können wir nämlich nicht auf die Fensterbank setzen. Okay. Wie schade, wie schade. Also einmal Blumen nach hier oben. Immer noch vier. Immer noch vier. Ich glaube, den ollen trockenen Stock, der gefällt mir noch relativ gut. Den kann man eigentlich ganz gut noch setzen. Dann setzen wir einen nach hier. Da ist leider kein Platz mehr. Kaktus auf dem Schrank. Oh, die passen an der Wände, ne? Oder? Nee, die müssen wir wahrscheinlich auch so setzen. Und eine noch. Komm, eine müssen wir noch irgendwo unterkriegen. Warum nicht an die Fensterbank? Warum nicht? Warum nicht? Haben wir hier noch eine Ecke? Ja, dann setzen wir den. Haben die Pflanzen. Und jetzt geht's um Lampen. Beleuchtung ist ja mal nie schlecht. Da können wir gerne so einiges dahin donnern. Oh no! Electricity is out. I think I saw the fuse box in the basement. Danke. Bisschen Abwechslung, also gehen wir in den Keller. Hier können wir auch mal aufräumen bei Gelegenheit, Leute. So, wir sind immer noch bei den Lampen. Na, passt die nicht? Na, wirst du wohl? Wirst du wohl? So, jetzt steht sie besser. Sind leider noch gesperrt. Was schade ist. Was echt schade ist. Demnächst noch weiter ausbauen. Pass mal auf, wir machen das einmal so und einmal so. Lampen haben wir. Jetzt brauchen wir noch ein paar Wandlampen. Okay, das ist in Ordnung. Da können wir tatsächlich ein bisschen was gebrauchen. Einmal hier, die beleuchtet so ein bisschen das Bild. Ich würde den größten Teil an Lampen tatsächlich hier hinten irgendwo hinbauen. Die an den Fenstern. Damit haben wir 3 von 6. Und hier nochmal 2 Strahler, einmal hier und einmal über diese Sitzgruppe, denke ich, ja. Damit brauchen wir noch eine
Eine brauchen wir noch. Die hauen wir hier hin. So, damit hatten wir auch das fertig, Leute. Jetzt brauchen wir tatsächlich noch ein paar Deckenlampen. Wobei wir die Decken noch gar nicht fertig haben, Mensch. Ach ja. So, der kommt nach da. Da bräuchten wir auch 4 Stück. Also pass mal auf, dann machen wir jetzt so. Da haben wir ja eh schon eine. Einmal. Zweimal. Dreimal. Spiegel. 4 Stück, Leute. Warum wollt ihr 4 Spiegel in der Lobby haben? Ich versteh's nicht. Dann haben wir einen nach hier und einen nach da. Würdet ihr euch, wenn ihr ein Hotel hättet, 4 Spiegel in die Lobby setzen? Ich wüsste jetzt nicht mal wozu. Technologie. Ja, Technologie passt immer, wenn wir hier schon keine Bar haben. Lautsprecher. Nee, sowas brauchen wir nicht. So. Ich denke mal, pass auf, wir machen... eventuell noch mal ein Fernseher an der Wand. Das kann man wohl machen, denke ich. Alles klar, Leute. Und damit wäre die Lobby fertig. Wir müssen tatsächlich mal sehen, dass wir bei Gelegenheit hier schnellstmöglich auch die Decke fertig kriegen. Aber jetzt haben wir erstmal die Rezeption fertig. Sieht auf jeden Fall schon mal ein bisschen besser aus. Hier hinten müsste mal ein bisschen was passieren. Wisst ihr? Okay, Leute, ein Event. Wir veranstalten einen Junggesellenabschied für unsere Freundin. Eine Liste mit den Anforderungen. Partyballons, Mini-Kühlschrank, Neon-Deko und das Ganze in Raum 107. Okay, Leute, damit haben wir beim nächsten Mal schon wieder einen neuen Job, nämlich den Raum 107 herzurichten. Die Lobby ist okay. Moin, Chef, hat es Ihnen gefallen bei uns? Sieht gut aus, ne? Sieht schon anders aus. Sei ehrlich, wir haben hier ein bisschen aufgeräumt, Chef. Ja? Na? Er ist ein bisschen planlos, aber okay. Okay. So, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder in Raum 107. Wenn es euch gefallen hat, liebe Leute, lasst gerne einen Kommentar, ein Like da, wenn noch nicht geschehen, Abo. Bis dann. Ciao, ciao und bleibt gesund.